So, unsere Helden haben sich lange noch die Beine nass gemacht und auch den ganzen Rest. Das heißt, wir laufen jetzt runter, um wieder hochzulaufen und dann das Rad zu drehen. Vorher wollten wir allerdings noch mal kurz gucken bei den Wasserspeiern. Da war die Magmaschmiede, hier wäre das Rad und hier bei den Wasserspeiern ist ja auch noch ein Stück Karte nicht aufgedeckt. Westen. So, hier waren die Wasserspeier. Da drin scheint aber auch nur Wasser zu sein. Und es gibt keinen Zugang. Nö. Gut, dann halt zum Rad. Nordwesten, Nordosten. Das müssten wir noch hinbekommen. Nordwesten. Nordosten. So, 5 Kriegsbeile. Nein, danke. Da ist das rote und das Blaumoos und hier ist das besagte Rad. Na gut, einmal durchatmen und klick. Quinnen schaut sich das Rad genauer an, betrachtet dann die nähere Umgebung und lässt endlich ihre Blicke durch den ganzen Raum schweifen. Kann aber nichts erkennen, was mit dem Rad zusammenhängen könnte. Wollt ihr das Rad drehen? Ja. Zunächst passiert nichts, doch nach ein paar Umdrehungen vernehmt ihr ein ächzendes Geräusch. Gwendolyn dreht weiter an dem Rad, bis es am Anschlag angekommen ist. Zwar könnt ihr im ganzen Raum keine Veränderung feststellen, aber aus der Ferne ist ein leises Rauschen zu vernehmen. Das wird dann wohl das Wasser sein. Fehlt es ja jetzt bei... Nein, wir wollen die Kriegsbeile immer noch nicht mitnehmen. Fehlt es ja jetzt bei dem Wasser in der Mitte irgendwas passiert. Hier sieht es schon mal nicht anders aus. Das Wasser ist auch noch da. Okay. Dann halt da, wo wir gerade tauchen waren. Ansonsten, wo könnte es noch gerauscht haben? In der Lavaschmiede. Aber das hätte sich wahrscheinlich nicht wie Rauschen angehört, sondern eher wie Blubbern. Gucken wir mal kurz. Ja, hier ist keine neue Option. Nö. Dann halt runter. Runter war. Hinabsteigen könnten wir hier zwar auch, aber ich würde eigentlich ganz gerne die Treppe nehmen. Terek, was sagen deine Karten? Deine Karten sagen. Moment mal. Deine Karten sagen, wir sind in die vollkommen falsche Richtung gelaufen. Ja. Und du hast völlig recht. Dafür können die Karten nichts. Da ist Gwendolyn dran schuld. Die läuft ja schließlich vor. Also südlich halten, dem Weg folgen und die Treppe hoch. So, ist das Wasser weg? Sieht von hier aus schon mal so aus. Das heißt, was auch immer da drin war, hätten wir auch im Trockenen suchen können. Jo, alles Wasser weg. Dann suchen wir nochmal kurz den Boden ab. Da ist eine Luke. Die Platte ist so groß, dass ihr selbst mit vereinten Kräften wahrscheinlich nicht hochheben könntet. Wollt ihr trotzdem versuchen, die Platte anzuheben? Nein. Wir wollen uns erstmal hier zu Ende umgucken. Entweder könnt ihr noch irgendwas liegen, was wir gebrauchen könnten. Oder... Dieses schleimige Etwas ist hier irgendwo und das können wir noch umbringen. So als Rache dafür, dass es uns fast umgebracht hat. Aber schaut nicht so aus. Na gut, dann halt die Platte. Das müsste hier gewesen sein. Ihr schränkt euch zwar mächtig an, aber es gelingt euch nicht, die Platte hochzuheben. Wollt ihr nochmal versuchen, die Platte hochzuheben? Ja. Terek mit seinem Kraftgürtel vielleicht? So geht es nicht, mein Gwendolyn. Wir müssen ein geeignetes Werkzeug haben. Nahaha. Wir versuchen es lieber mit einer Brechstange. Mit der Brechstange gelingt es euch auf Anhieb, die Platte an den Eisengriffen hochzuhebeln. Darunter befindet sich eine Treppe, die weiter in die Tiefe führt.
Also ja, es war abzusehen, dass es weiter nach unten geht. Aber welche Etage sind wir jetzt? 5, 6, 7? Das ist schon ganz schön tief. Und jederzeit, wenn man jetzt das Rad drehen würde, würden wir ertränkt werden. Das wäre auch nicht schön. Aber gut, schauen wir da runter. Irgendwo muss doch der vermaledeite Salamanderstein sein. Und das sieht schon wieder anders aus. Oh, Kiste. Wir finden ein Schwert, ein Dolch, ein Knüppel, drei Kraftgürtel und Pergamente. Pergamente gucken wir uns mal an. Kraftgürtel. Einen nehmen wir mit. Den hat sich unsere Söldnerin verdient. Da. So. Und was waren das jetzt für Pergamente? Wir haben ja inzwischen ein paar mehr davon. Tauscht man die Bronzeflasche gegen den Schlüssel aus? Die Pergamente gucken wir uns gleich an. Haben wir noch irgendwo Schlüssel oder andere Gegenstände, die wir hier gebrauchen könnten? Dass wir die alle bei Gwendolyn haben. Das Steinmedaillon zum Beispiel. So. Was sind das da? Sind das die Münzen von dem Kobold? Münzen rot. Die sind Münzen. Rot. Okay. Dokument des Bannstrahlordens. Nee, das brauchen wir hier nicht. Dafür kriegt sie jetzt das Dokument mit den Runen, müsste das sein. Brechsteine, Spitzhacke, Alchemistenzeug, Kriegsbeil. Das kann doch mal Georgon nehmen. Und dafür kommen die Pergamente zu ihr. Die besagen was genau? Das erste Pergament ist mit einer regelmäßigen, mit einem regelmäßigen Ornamentmuster bedeckt. Das zweite zeigt einen Satz Kleidung, bestehend aus Wams, Hosen und Stiefeln. Das Wams ist mit einer Ornamentik verziert. Auf dem dritten Blatt ist das Ornament genauer dargestellt. Zwei gekreuzte Hämmer über einem Amboss. Das vierte Pergament zeigt ein Bild. Ein Schmied bringt einen plump Ein Schmied bringt einer plump wirkenden Gestalt das Schmieden bei. Auf dem letzten Pergament ist ein Amboss abgebildet, in dessen Mitte ein Kreis aufgezeichnet wurde. Eine brennende Fackel, die am unteren Bildrand beginnt, endet mit der Flamme im Kreis. Oh, weia, das klingt nach einer Anleitung. Okay. Nochmal. Also, erstes Pergament, regelmäßige Ornamentmuster. Das ist also nur das Deckblatt. Zweites Pergament, ein Satz Kleidung, bestehend aus Wams, Hose und Stiefeln. Das Wams ist mit einer Ornamentik verziert. Also irgendwelche rituelle Kleidung. Drittes Blatt ist das Ornament genauer dargestellt. Zwei gekrönzte Hämmer über einem Amboss. Ja, das ist das Zeichen vom Zwergengott. Das ist schon richtig. Das vierte Pergament hat ein Bild. Ein Schmied bringt einer plump wirkenden Gestalt das Schmieden bei. Auf dem letzten Pergament ist ein Amboss abgebildet, in dessen Mitte ein Kreis aufgezeichnet wurde. Eine brennende Fackel, die am unteren Bildrand beginnt, endet mit der Flamme im Kreis. Also soll man mit einer Fackel auf die Mitte eines Amboss drücken? Dazu haben wir noch rote Münzen, Steinmedaillons. Oh, zwei gekreuzte Hämmer. Das ist doch schon mal gut. Haben wir eine Fackel? Damit haben wir alle Rattennester ausgeräuchert, ne? Ne, wir haben noch eine Fackel. Sehr schön. Du. Müssen wir die. Zunderbüchse bräuchten wir dann auch noch. Wer hat die Zunderbüchse? Er hat die Zunderbüchse. So, Gwendolyn. Gwendolyn müsste jetzt alles Wichtige haben. Die Spitzhacke kann nochmal weg. So, Brecheisen ist auch ein bisschen schwer. So, ich hätte noch gerne das Runenpergament. War das das hier? Das hatten wir nicht entschlüsselt. Also das andere war ja das mit Lovang, mit den Orks.
denjenigen See Fach Faches ein Faches Nigen ein Faches gelingen ein nochmal. Also rückwärts lesen. Eine Binge. Viele Etagen tief. Es. Oh Gott. Es ruht. Es ruht. Ah, das mit dem Zwischenzeilen. Okay, also es ruht dort der Hass der Orks. Also rückwärts lesen, Zeilensprünge ignorieren, also Leerzeichen ignorieren und dann das Ganze auseinanderfriemeln. Sehr schön. Dabei noch den zweiten Monitor beachten, irgendwas Sinnvolles reden und drei Bälle jonglieren. Also, eine Binge, viele Etagen tief. Es ruht dort der Hass der Orks. Jeder, der diese Binge entrinnen will, muss sich und seinen Körper gut. Ah, langsam geht's. Seinen Körper gut im Griff haben. Also, okay. Ein überflüssiger Ton könnte Elawach. Ein überflüssiger. Komm schon. Ein überflüssiger Ton könnte. Könnte Elawachen. Elawachen? Elawachen auf einmal gegen euch wenden. Was wohl euren Tod bedeuten würde? Was wohl euren Tod bedeuten dürfte? Im Two sich nu. Im Two sich. Mit Vorsicht und List ist das Gelingen ein einfaches. WTF! Sei vorsichtig, das hätte man noch einfacher verschlüsseln können. Ah. So, Schwert, Dolch, Knüppel, Wurfstein, Kraftgürtel. Scheiß Zwerg. Hast du nicht gehört, Rick? Schloss knacken. Ich wiederhole meine Aussage von eben gerade. Und ich meinte nicht die, dass Terek nicht hinhören soll. So. Ist hier auch eine Wand hinter? Nee, schafft sie nicht. Schafft sie nicht. Jetzt schlägt sie gegen. Oh, nee, es geht auf. Sehr gut. Oh, noch mehr Kisten.